Hey ihr, da sind wir wieder, der zweite Upload. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Werbeblock. Folgt uns auf Instagram. Ihr findet uns unter @upload.weed. Na, wer von euch hat schon mal Fall Guys gezockt? Bei PS Plus gab es ja seit der Veröffentlichung inklusive. Und auf Steam wurde es mittlerweile 7 Millionen Mal verkauft. 60 Leute in einem Battle Royale. Zuerst ist man ein random Block und will irgendwie ins Ziel kommen. Aber dann kriegt man irgendwann genug Kudos oder Chrom. Und mit den Kudos kommen die coolen Skins. Wolf, T-Rex oder der Roboter von Portal 2. Keiner will mehr der random Block vom Anfang bleiben. Mit dem richtigen Skin sehen die anderen direkt, was für ein Typ man ist. Zu dem Thema haben wir euch eine ziemlich verrückte Geschichte mitgebracht. Also schaut selbst. Unlock new skins. Alles fing so an. Das ist Jesus. Jesus reist durch das Land Israel. Auf seinem Weg kommt er zu vielen Menschen. Jesus ist auf seiner Reise nicht allein unterwegs. 12 Freunde begleiten ihn. Und er sagt zu ihnen: Amen, das sage ich euch. Hier stehen einige, die werden erleben, wie das Reich Gottes machtvoll in diese Welt kommt. Eines Tages kommt Jesus mit seinen Freunden an einen hohen Berg. Und Jesus führt 3 seiner Freunde auf den hohen Berg, wo sie ganz für sich sind. Oben auf dem Berg angekommen, genießen die 4 eine tolle Aussicht. Doch plötzlich geschieht etwas. Da verändert sich das Aussehen von Jesus vor ihren Augen. Seine Kleider waren zuerst staubig und schmutzig vom Aufstieg, aber jetzt werden sie plötzlich strahlend weiß. Dann erscheinen 2 Gestalten vor ihm. Es sind Mose und Elia. Mose hat den Menschen die 10 Gebote gebracht. Elia hat dafür gekämpft, dass die Menschen nur noch einen Gott anbeten. Die beiden reden mit Jesus. Petrus, einer von den Freunden von Jesus, kann es kaum fassen, was er da sieht. Er sagt zu Jesus: Hör mal, es ist gut, dass wir hier bei euch sind. Wir wollen 3 Zelte aufschlagen. 1 für dich, 1 für Mose und 1 für Elia. Aber eigentlich weiß Petrus gar nicht, was er sagt. Denn die 3 Freunde von Jesus sind total erschrocken. Dann zieht eine Wolke auf und ihr Schatten legt sich über sie. Und eine Stimme erklingt aus der Wolke: Das ist mein Sohn. Ihn habe ich lieb. Hört auf ihn. Plötzlich sind die Freunde wieder mit Jesus allein. Als sie sich umsehen, können sie niemanden mehr erblicken. Nur Jesus steht da. Was haben die geraucht? Na, zu viel versprochen? Ziemlich verrückte Geschichte, oder? Jesus mit seinen besten Freunden auf dem Berg. Zuerst alles normal, dann total weiß und dann, ja, dann steigen sie wieder herunter, als wäre nichts gewesen. Stimmt das? Ist wirklich nichts gewesen? Ich finde nicht. Ich glaube, das war eine ziemlich krasse Erfahrung, als Jesus da seinen neuen Skin ausgepackt hat. Da sah Jesus nicht mehr wie irgendein Mensch aus. Petrus und die anderen konnten sehen, dass Jesus kein Spinner ist, sondern Gottes Sohn. Das, was Jesus von Gott erzählt, stimmt. Und naja, das mit Gott stimmt auch. Ich meine, das ist ja auch krass, oder? Stell dir mal vor, du weißt, dass das mit Gott und Jesus alles stimmt. Als wir über die Geschichte gesprochen haben, war eine Sache zuerst gar nicht klar. Auch die ganzen Leute in der Bibel, die Jesus gesehen haben, haben immer nur einen normalen Menschen gesehen. Der hat nicht im Dunkeln geleuchtet, keinen Heiligenschein und nix. Jesus sah wie ein ganz normaler Mensch aus. Und auch seine Freunde brauchten so eine krasse Begegnung, wie in der Geschichte, damit sie erkennen, Jesus hat recht. Er ist wirklich Gottes Sohn. Petrus und die anderen haben das an dem neuen Skin von Jesus erkannt. Da war Jesus nicht mehr irgendein random Blob wie bei Fall Guys. Irgendwie haben die in dem weißen Stoff gesehen, was Gott alles tut. Kein Wunder, dass Petrus dafür immer sein Zelt aufschlagen will, oder? Ich würde Gott auch mal gerne begegnen. Wobei, so richtig in echt haben die Gott ja gar nicht gesehen, oder? Nein? Nö, die Stimme kam aus der Wolke. Eigentlich haben die Gott gar nicht gesehen. Stimmt, Gott haben die nicht gesehen. Da ist die Story aus der Bibel ja fast mal realistisch. Aber die haben gesehen, was Gott tut. Ich frage mich, braucht es so einen krassen Skinwechsel überhaupt? Ich glaube, das geht doch anders. Wenn Gott bei uns ist, dann muss man den doch auch irgendwie erkennen können, oder? Wo kannst du Gott in deinem Leben erkennen? Bei der Geburt eines Kindes.
In meinen Träumen zum Beispiel. Bei atemberaubenden Bildern der Erde. In Notsituationen. Beim Tod. Wenn Menschen etwas Großartiges gelingt. Bei großem Glück. Wenn Frieden gelingt. Wenn ich Gott sei Dank sagen kann. Und das war's für heute von uns. Lasst einen Kommentar oder ein Abo da und folgt uns auf Instagram. Ihr findet uns unter upload.beach. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und bleibt behütet.